Ja, Nico Scalvinoni, gratulieren natürlich zu der Auszeichnung. Ja, aber es ist etwas, was du auch nicht damit hast gerechnet, oder? Obwohl dass du bist nominiert warst. Ja, danke vielmals. Nein, definitiv nicht. Erstens war es das erste Mal. Wir haben nicht gewusst, was alles los ist da. Und ja, es ist natürlich super, dass die Uni-Hockey so gut ankommt und dass wir so viele Fans und Freunde draussen haben, die für uns gestimmt haben. Wo kommt jetzt der Pokal her? Wo bekommt er sein Ehrenplätzchen? Ja, bis jetzt habe ich noch nicht so viele so Sachen. Der vom Topscorer von letztem Jahr, der steht noch irgendwo auf dem IKEA-Möbel oben. Aber ich hoffe schon, dass ich irgendwo noch ein schönes Plätzchen finde. Wie geht der Abend jetzt weiter? Wie feiert er eigentlich so eine Ehre, so eine Auszeichnung? Ja, jetzt gehe ich dann mal heim. Ich muss noch sehr viel für die Schule machen und nächste Woche geht es an die WM. Darum sollte ich nicht so ausgiebig feiern, aber ich will das sicher dann am Sonntag hoffentlich mit einer schönen Medaille nachholen und zusammen mit dem Preis natürlich. Klingt nach einer grossen Belastung, oder? Zum einen die Ziele, die du hast mit dem Unihockey und zum anderen musst du lernen. Also das geht trotzdem offenbar ineinander oder geht nebeneinander vorbei. Ja, ich sage einfach, es muss gehen. Ich setze alles daran, dass es funktioniert. Ich liebe den Sport, ich lebe für den Sport, aber gleichzeitig will ich halt auch für meine Zukunft etwas machen, weil ich ja, das Uni-Hockey nicht immer kann und auch nicht davon leben kann. Aber bis jetzt geht es gut auf und ich hoffe, dass es noch lange so weitergeht. Ja. Du hast selber erwähnt, es geht schon gleich los mit der Uni-Hockey-WM in Göteborg. Du bist Teil von dieser Mannschaft. Ja, wie sieht es aus? Was hat er dich für Ziel gesetzt dort in Schweden? Ja, ich glaube, das Ziel ist sicher, den Finaleinzug zu schaffen. Es wäre eine Steigerung gegenüber letztes Jahr. Ich glaube, es ist auch sehr viel möglich. Wir haben eine super Mannschaft, wir sind top motiviert und uns hat niemand auf der Rechnung. Darum hoffen wir, dass wir auch den Überraschungseffekt ausnutzen können. Wo siehst du dich in dieser Mannschaft? Welchen Teil nimmst du da ein? Bist du ein bisschen der Zurückhaltender oder der Teamleader? Oder wie sind da die Rollen verteilt? Ja, ich bin jetzt sicher nicht der Leader, wie ich es vielleicht bei GC bin. Dadurch, dass ich nicht so viel dabei war jetzt in dieser WM-Kampagne. Aber ich glaube, ich bin sicher nicht als Scorer. Genau darum bin ich heute da und ja, ich werde auch versuchen, meine Goals zu machen und es wird sicher auch von mir erwartet. Und ja, ich werde schauen, dass der Böhle mehr als letztes Mal ins Goal geht. Jetzt können wir natürlich sagen, die letzte grosse Veranstaltung, die Uni-Hockey-WM, die in der Schweiz war, das hat so einen rechten Boom ausgelöst eigentlich, oder? Und jetzt, wenn ihr der gut abschneidet, dann könnte man dafür sorgen, dass der Boom anhaltet oder sogar vielleicht sich noch ein bisschen steigert. Ja, ich glaube, heute haben wir schon mal einen ersten Schritt gelegt. Wir haben 3 Preise in 3 Kategorien abgeräumt. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Uni-Hockey ist sehr populär bei den jungen Leuten in der Schweiz. Und ja, jetzt hoffen wir schon, dass wir auch mit der Nazi noch mal ein Zeichen setzen können, dass wir nicht nur immer der Dritte oder der Vierte sind, sondern auch mal, dass es noch für weiterführen langt und auch den Grossen mal ein Bein stellen können.